Die Kraft seiner Kunst liegt in der Konzentration auf die Struktur, die Form und den Farbton. In seinen Bildern verflechten sich vielfältige Geschichten und Situationen. Pavel Rojka ist einer der berühmtesten Künstler aus Prag. Zwischen der tschechischen Landeshauptstadt und dem Schloss Neuburg am Inn besteht eine jahrhundertealte kulturhistorische Verbindung. Bereits vor 500 Jahren wirkte auf Schloss Neuburg der Monogrammist I.P., der in Passau seine Werkstatt hatte. Er gestaltete die kunstvollen Formmuster der Terrakotta-Verkleidung im Roten Saal des geschichtsträchtigen Schlosses. Zusammen mit dem Künstler Pavel Rojka begibt sich Kulturreferent Dr. Wilfried Hartleb auf die Suche nach Spuren des unbekannten Grenzgängers in Prag. Hier in der berühmten Teinkirche werden die beiden fündig. Die Formmuster auf dem Johannesaltar entstammen ebenfalls den Händen des Monogrammisten I.P., der auch auf Schloss Neuburg wirkte. Sie bestätigen die 500 Jahre alte kulturhistorische Verbindung zwischen dem Landkreis Passau und Prag, zwischen Bayern und Tschechien. Die Ausstellung Annäherung, in deren Mittelpunkt der Prager Künstler Pavel Rojka steht, setzt diese Verbindung fort. In seinem Atelier gewährt er uns Einblicke in sein kreatives Schaffen. Als Quelle der Inspiration dient ihm die Umwelt, so zum Beispiel auch einfache Steine. Ihre Struktur, ihre Musterung und die einzigartigen Formen beeinflussen den Umgang mit Pinsel und Farbe. Die Kunst von Pavel Rojka bewegt sich an der Grenze zur Abstraktion. Sie ist gerade dann am stärksten, wenn er seine Ausdrucksmittel so weit wie möglich dämpft oder nur dominante Akzente setzt. Wichtig sind ihm charakteristische Bewegungen, die in verschiedenen Varianten immer wieder in seine Zeichnungen und Bilder zurückkehren. Hier, ich war schon zum Beispiel vor kurzer Zeit, jetzt vor einer halben Stunde, zu viel beschäftigt hier und ich brauchte mich befreien. Dann ich habe Schmutz gebracht und diese lange Linie verwirklicht. Das ist für mich wie in Musik eine tolle Zäsur. Wie eine Zäsur, wie eine Abgrenzung zu dem, was hier jetzt so passiert ist. Und es reicht mich als sicher. Ich brauche keine Erzählung. Ich mag Illustrationen, ich habe eine ganze Menge gemacht. Aber hier, das ist Freiheit. Zwei Kunstbegeisterte auf Entdeckungsreise durch die tschechische Hauptstadt Prag. Mit seinen Arbeiten hat Rojka hier bereits viele Orte geprägt und bereichert. So kauft beispielsweise das Four Seasons Hotel seit 10 Jahren immer wieder Bilder des Prager Künstlers. Im Außenbereich des Hotels entdeckt man aber auch Werke des Bildhauers Jakub Fleischer. Er ist der Stiefsohn von Pavel Rojka und arbeitet bevorzugt mit Metall und Holz. Kunst, sie ist nicht nur die universelle Sprache der Kulturen, die Brücken baut, auch über politische oder religiöse Gräben. Sie ist überdies verbindendes Element zwischen den Generationen. Auch die Tochter Natalie Rojkova hat sich ganz der Kunst verschrieben. Wie ihr Vater beschäftigt sie sich hauptsächlich mit Malerei. Die Reise durch Prag auf den Spuren von Pavel Rojka geht weiter. Kunst in Symbiose mit einer modernen Arbeitswelt ist für den Maler ein stets wiederkehrendes Thema. So auch in dieser Bank, in der eines seiner Wände füllenden Gemälde zu sehen ist. Ich mag natürlich die großformatige, aber habe natürlich gar nichts gegen kleine, sogar ist möglich auch, dass ich schätze mehr eine Zeichnung als eine Malerei. Weil Zeichnung, das ist diese erste Begeisterung, erste Brainstorm, ja, etwas, ja, kommt rein, du weißt nicht, gar nicht, was wird davon. Bei Malen, es gibt trotzdem schon bestimmte Spekulation, weil du weißt, du musst malen von links bis nach rechts und von oben bis nach unten etc. Nur natürlich, ich versuche doch so frei wie möglich bleiben, auch in dem Format. Die Symbiose von Kunst und Arbeitswelt findet sich auch im Palladium in Prag. Das historische Gebäude war einst eine Kaserne mit einem großen Pferdegestüt. Heute ist es ein modernes Geschäftshaus. Kunst bereichert hier nun das Arbeitsumfeld. Aber sie spiegelt auch die bewegte Geschichte des Gebäudes wider.
Bei der Gestaltung des Vorplatzes, einst eine Pferderemise, griffen Pavel Rojka, seine Tochter Natalie und Stiefsohn Jakob dieses Thema wieder auf. Pferde findet man im Palladium schon lange nicht mehr. Daher verschwindet der Pferdekopf regelrecht im hellen Sandstein. Ein Material, das von jeher das Gesicht der Stadt prägt. Es gibt eine Theorie, vielleicht ist das interessant auch für dich. Man nennt Prag goldene Stadt und fragte sich immer, warum. Mhm. Ja, weil wir haben nicht so viele goldene Dinge. Ja, goldene Dächer wie in anderen Städten, aber, wie in Innsbruck. Aber, das ist auch, ja, aber jemand hat erzählt, dass das sind wegen die Fassaden, die mit Sonnenstrahlung strahlen wie Gold. Ja, weil war dieser goldische Stein, dieser Tonschiefer, der ist glatt, ziemlich glatt. Das ist schon eine interessante Legende, deswegen ist Prag so genannt. Und diese Struktur, die lebt ja, und es wird ja auch ergänzt durch diese Situation dort, wo diese, diese Getränkebecken und diese Fressboden für die Pferde ja so dargestellt sind, ist ja Brunnen geworden, oder? Ja, das war schon fast automatische Idee. Ja. Kunst in Verbindung mit Sandstein, der Prag zur goldenen Stadt machte, findet sich auch in einem der größten Autohäuser der Stadt. Auch hier bereichert Pavel Rojka mit seinen Werken das Arbeitsumfeld. Neben dem Sandstein finden sich hier auch Industrieplatten, die der Künstler gestaltet hat. Diese Bilder werden im freien Raum installiert, da sie von beiden Seiten unterschiedlich wirken. Auch in diesem Prager Unternehmen wurden die Industrieplatten von Rojka installiert. Es sind kunstvolle Wände, die jedoch durch ihre Transparenz eine intensive Verbindung mit dem Arbeitsumfeld schaffen und neue Perspektiven eröffnen. Jetzt sehe ich hier, dass hier eine zweite Ebene eingezogen wurde und sind deine drei Kunstwerke hier so eine Art Abgrenzung, aber auch wieder keine Abgrenzung, weil hier die Durchsicht auch gegeben ist, indem die hier auch diese Aussichten und diese Freiheit gegeben ist, hier durchzuschauen. Ja, das war die Idee schon am Anfang, dass wir machen quasi Wände. Die Sterne nicht so viel. Plus, die können interaktiv sein, weil wenn wir bewegen ein bisschen, du wirst sehen, dass von anderer Seite gibt es andere Betrachtung, nur die Löcher. Siehst du, dieser Unterschied, von einer Seite ist mit die Fräse gezeichnet. Mhm. Das ist also von denen, die hier oben im Büro arbeiten, die sehen da und die anderen sehen hier. Ja. Das ist also eine interaktive Wand, habe ich noch nie so gesehen. Genau. Also keine Barriere, sondern eine Öffnung. Inspiriert von Rojkas Kunst wurde auch im Landkreis Passau bereits ein außergewöhnliches Projekt verwirklicht. Zusammen mit dem Prager Maler brachte man die Kunst direkt in eine Fabrik. Eine Ausstellung, bei der die Kunstwerke nur für die Mitarbeiter der Fensterfabrik Niederhofer zugänglich waren. Eine direkte Verbindung zwischen Wirtschaft und Kultur, bei der die Kunst direkt in die Welt der arbeitenden Menschen hineingetragen wird. Wir haben gewissermaßen die Kunst vom Sockel geholt, wir haben sie geerdet. Hier in der Fabrik bekommt die Kunst eine ganz neue öffentliche Bühne. Und hier findet auch eine Begegnung von Bildern zeitgenössischer Künstler mit in der Welt der Fabrikarbeiter statt. Mit dem Projekt Kunst in der Fabrik ließen der Landkreis Passau und Pavel Rojka die jahrhundertealten Verbindungen nach Prag bereits wieder aufleben. Die Ausstellung Annäherung schlägt nun erneut eine Brücke. Vom Landkreis Passau in die tschechische Hauptstadt Prag. Brückenbauer ist dabei auch Pavel Rojka. Ein weltoffener, moderner Künstler, der mit seinen Werken den Kulturaustausch zwischen Prag und Schloss Neuburg wieder aufleben lässt und damit auch zusammen mit dem Kulturlandkreis Passau die deutsch-tschechische Freundschaft weiter vertieft.